Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Super Mario, 3D World und... Ja, dann wollen wir mal hier zum Geisterhaus und dann hier die Schaf rauf. Aber Plessis Level, da ist auch cool. Nee, Plessi kam doch noch häufiger vor als ein... Was ist das? Ich bin ein Scheinwerfer. Ich bin ein Scheinwerfer! Hat er was von Alan Wake? Ah! Mist. Wow, das ist ja echt geil. Nur schade, dass man diesen blöden Zeitdruck hat. Ach, ich kann die einsammeln. Das ist einfach geil, Leute. Das ist einfach echt geil. Aber warum nur dieser blöde Zeitdruck? Da kann man sich doch gar nicht in Ruhe umschauen. Oh! Ja, super. Finde den richtigen Weg. Okay, das... Oh, jetzt wird's fies. Ernsthaft? Oh ja, toll, super. Geht's euch noch? Danke. Ah! Toll. Alter, jetzt nerv nicht! Diese Scheißviecher! Und warum zur Hölle kann man sie nicht mit Feuerbällen erledigen? Hä? Hä? Da war was. Ich hab's doch gesehen. Vielleicht hätte ich einfach die Pressetür nehmen sollen. Yeah.
kommt! Wieso zur Hölle rutscht jetzt Peach schon aus? Alter, das ist auch manchmal so eine typische Krankheit bei ihr, dass sie irgendwie immer ausrutschen tut. Und ich habe da schon wieder vergessen, hinzukommen. Okay, sehe ich schon. Hätte ich mir einfach das ersparen können. Mist. Wow. Warum kannst du nicht einfach runterfallen, du Arsch? Oh, nö! Ups. Alter. So, ich... Oh je, ich glaube, heute wird das wohl nichts mehr in der Wäsche. Oh, ich wollte schon sagen... Ach, das war jetzt unfair. Ja, klar. Wir sollen einfach in der Mitte bleiben. Ernsthaft? Okay, dann muss ich aufpassen, wo der Knochen trocken mich. Ernsthaft, du kleine. Sollte ich anklotzen? Hä? Oh. Nein! Peach, du... Das darf doch nicht wahr sein! Ich hätte weitergehen sollen! Oh. Alter! Na, ich... Na gut, dann kann ich noch mal das andere noch mal versuchen dort. So. Toll. Eigentlich kann ich das schon knicken, weil ich nämlich... Naja, ich bin klein, unbedeutend. Aber... Ich versuch mal, was passiert, wenn ich... das mache... ja... Heißt es denn noch, dass ich hier... Ach. Nur die Harten kommen in den Garten, oder? Ich könnte mal gleich was ausprobieren, auch wenn es ziemlich tricky sein könnte.
Nee. Ich hatte vorgehabt, den Knochen trocken zu bespringen, wenn er... Also wenn er halt über mich ist, dann... Ach kommt! Der Arsch war doch weit weg gewesen! Okay, nehmen wir mal das jetzt. Und dann war es keine gute Idee, die Blume einfach, also den Scheinwerfer zurückzulassen. Ich komme ja auf Blume. So. So. Okay, das heißt also, ich kann praktisch jetzt hier so stehen bleiben. Naja. Schon ziemlich erbärmlich, aber hey, es macht aber einfach Spaß, einfach nur stehen zu bleiben und total imber zu sein. Ich sehe eigentlich Kerzen. Könnte ich Feuer anmachen? Als Feuer-Peach? Und sieh mal an, er zerfällt. Ja, mit den Sternen, den brauchst du eh nicht. Aber es war so blöd, dass ich da einfach abgestürzt bin und... ja. Ja. Weißer Tanuki in Mondschein. Ich gebe zu, das war ziemlich, naja, scheiße, aber ich wollte auch mal weiterkommen und ich bin nur jemand, der einfach sagt, nö, vielleicht doch nicht und so. Nein, wenn ich irgendwie eine Gelegenheit habe, dann ergreife ich mir auch, wenn sie so erbärmlich ist. Aber wie es weitergeht, Leute, seht ihr im nächsten Part. Also, see you mal daneben.